Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 17. Juli 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute geht es um ein paar Rechenspiele zur Addiko Bank und die Frage, wie man befragt, wenn man für Privatanleger etwas Gutes tun will. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. And me. Here's Margaret and me, podcasting for equity. With Tommy B. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty folgen im Juli. Die sind präsentiert von Wiener Berger und Radatz, weil sich Börse und Gulasch nicht ausschließen, sondern gut harmonieren. Ein Blick auf den ATX jetzt um 11.30 Uhr zeigt diesen mit 0,09% im Minus bei 3.680 Punkten. Top-Performer der 39 Titel umfassenden Private Investor Relations Group sind RBI heute mit plus 1,7%, dann die Semperit mit plus 1,5% und den Flughafen Wien sieht man auch wieder vorne mit plus 0,9%. Die Addiko Bank hat gestern bei 20,8 ihr bereits 11. All-Time-High im Jahr 2024 erzielt und das ist letztendlich heute in einem sehr dünnen Tag auch mein Main-Event, denn die Umsätze waren 9,3-mal höher als sie sonst sind. Und wenn man jetzt auf die ATX-Beobachtungsliste blickt, da steht ja bei 31.8. die Entscheidung an, ob sich was ändern wird zum Septemberverfall, dann sieht man, dass die Meyer-Mellenhof abgesichert ist, weil die Strabag nicht wirklich näher kommt und dann holt mit Riesenschritten die Addiko Bank auf. Das wird sich per diesmal vom Umsatz her auf gar keinen Fall noch ausgehen. In der Year-to-Date-Sicht schaut es schon anders aus als in dieser 10,5 Monate-Sicht, die dann maßgeblich ist natürlich für die ATX-Umstellung. Aber Addiko Bank ist momentan Nummer 22 nach Umsätzen, aber nach Kapitalisierung derzeit noch, auch nach dem Kursanstieg, auf Nummer 27, 28, das wechselt immer so herum. Und es bräuchte noch 35% Kursanstieg, um auf einen Top 25 Rang zu kommen, also sehr, sehr viel Konjunktiv. Aber es tut sich wenigstens ein bisschen was in der Liste und wir haben ja gelernt, dass die Nova Ljubljanska Bank 75% der Aktien wollen würde und das ist dann wiederum schlecht für den Streubesitzfaktor. Auf der anderen Seite die Handelsvolumina, die jetzt erzielt werden in der Aktie, die bleiben picken und wir hoffen natürlich, dass die Aktie auf jeden Fall börsennotiert bleiben wird. Keine harte Pause, Börsegeschichte. Ja, da habe ich jetzt gestern von 25 Jahren AT&S an den Börsen zunächst Frankfurt und dann Wien gesprochen, weil die zunächst nach Frankfurt gegangen sind und von einem späten Termin gesprochen vor diesen Sommerferien, weil im August geht dann gar nichts mehr. Und am 17.07., also noch einen Tag später, 2000, heute vor 24 Jahren, ist die Schröcksnadelfirma Ferratel an die Wiener Börse gegangen, ist nicht lange geblieben, aber auch sehr, sehr spät in den Sommer hinein. Im Hintergrund bereite ich ja Kapitalmarktstimme diese Idee eines Thinktanks irgendwie vor und da geht es auch sehr stark, was kann man für Privatanleger tun? Und wenn man jetzt mit Leuten spricht, die auch dabei waren, irgendwie Privatanlegerinitiative, EU und so weiter und all diese Dinge, so hat man sich da in Brüssel ein bisschen zurückgelehnt und gesagt, okay, man ist an die Privatanlegern, die kommt man einfach schwer ran, reden wir halt mit wem anderen und hat meist Verbraucherschützer ausgewählt und da kann dann natürlich nichts rauskommen dabei. Und insofern muss man mit den Leuten sprechen, die es betrifft, zwischen Einschaltung, Ende. Gestern nach Marktschluss haben noch die A1 Telekom Austria und die Eurotelesites Quartalszahlen gemeldet und das war zugleich auch halber. Die Telekom Austria hat die Umsätze im ersten Halbjahr um 1% auf 2,583 Milliarden Euro steigern können. Das EBITDA hat sich auch verbessert um 4% auf 959 Millionen Euro. Eine Strafe gibt es in Weißrussland und in Österreich gibt es eine Auflösung einer Rückstellung. Alejandro Plata, der CEO der Gruppe, sagt, wir haben auch im zweiten Quartal eine solide Entwicklung gesehen. Wachstum sehr stark von den osteuropäischen Märkten getragen und das ist eine schöne Story für den Wiener Markt. Die Telekom Austria Aktie ist minimal im Minus heute.
CAIMO hat im Frankfurter Büro- und Hotelhochhaus One zwei weitere Mietverträge über gesamt 3.100 Quadratmeter abgeschlossen. Mieter sind die ERM GmbH und eine internationale Fluggesellschaft. Flug ist das Stichwort, Frequenz ist auch die Tochter. CNS Solutions und Support hat ein CBRN-Aufklärungs- und Überwachungssystem jetzt fertiggestellt. Man sieht das als einen Meilenstein für die Stärkung der europäischen Sicherheit. Diese Technologien, darunter mit Sensoren ausgestattete Drohnen und unbemannte Roboterfahrzeuge, können erkennen und analysieren Substanzen und das Ganze in kurzer Zeit. Und so wird es fürs Personal halt einfach weniger gefährlich. Ja, und dann noch einmal Research, Kaufempfehlung für die erste Group, und zwar von der Deutschen Bank. Und das Kursziel geht von 50 auf 52 Euro nach oben. Baader Bank hat die Top Stock Ideas überarbeitet und das Portfolio umfasst nun 16 Aktien. Gut, das war's für heute. Tschüss und Baba, sagt Christian Drastil.